Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Bully die Ehrenrunde. Ja, ich habe gerade eben das Vale-Rennen abgeschlossen und habe jetzt hier drin gespeichert. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich zur Schule gehen soll oder ob ich hier schlafe. Aber ich denke mal, ich schlafe einfach hier. Ich weiß nämlich nicht, was morgen für ein Unterricht ist. Für Missionen. Strandkeilerei. Ach ja, die Strandkeilerei, genau. Das war die Aufgabe, das war die Quest, bei der ich bei der das Spiel abgeschnürt ist. Oh, da gibt's eine Ärger. Do you think anyone saw? Oh, Erdkunde 2. Da muss ich unbedingt hin. Ich habe ja bei Erdkunde das letzte Mal total verkackt, weil ich mich in Amerika null auskenne. Wo habe ich denn mein Handy? Weil da muss ich wirklich, mein Handy zur Hilfe ziehen, weil ich kenne mich kein Stück aus. So, jetzt habe ich erstmal wieder die Spielmusik ausgeschaltet, ne? Und jetzt kann ich hier kurz bei meinem Handy. Bully Erdkunde 2. Ja, da haben wir doch schon eine Karte. Schön. Was habe ich denn noch eindeutiges? Das hier, Florida. Ne, viele haben halt solche schwarzen Dinger, nicht so, solche schwarzen, solche blauen Dinger. Wo man dann echt überlegen muss, was ist eigentlich in der South Dakota, Minnesota. Ja, New York, das weiß ich. Das ist hier oben. So, Michigan. Das müsste hier kommen, richtig. Louisiana. Kansas gehört, glaube ich, hierher. Richtig. Und ich glaube, das hier gehört hierher. Ja. Montana müsste hier auch gehören. Richtig. Kentucky. Nein. Dann musst du ja hier und Kentucky muss ja auch. Jawohl, geschafft. Im dritten Level ist dann Asien. Ich glaube, da brauche ich weniger Hilfe. Mit Asien kenne ich mich doch ein bisschen mehr aus. Und bei Level 4 haben wir Afrika, ja, das müsste eigentlich auch gehen.
So, und so viel wie ich weiß, haben wir heute Mittag dann Mathematikunterricht, oder? Lol. Rennen die einfach weg von mir? Es geht ja mal gar nicht klar. So, ein bisschen in der Schule rumrennen. Warum auch nicht? Oh! Ach, will den Spielsound anschalten für euch, ne? Damit ihr jetzt auch hört, was hier im Spiel so abgeht. Well, hello there. I like you, Jimmy, but I probably shouldn't. You know, Jimmy, you're so nach diesem Kuss hier werde ich natürlich jetzt erstmal gleich wieder speichern gehen im Büro des Direktors. Gehört sie eigentlich zu den Strebern oder ist die gruppenfrei, so wie sie hier? Die rote ist ja auch gruppenfrei, ne? Ja, erstmal speichern. Ja, Dr. Grabbleton, jetzt schau doch auf. Juckt mich doch nicht. Mathe 2. So, hier ändern wir wieder mal die Musik, ist da. Ah ja, da kann ich also nicht stressen. So, was ist am kleinsten? Die Melone dann, ne? Was ist am schnellsten? Was? Eine Brücke? Eine Dusche? Oder ein Faultier? What the fuck? Was soll der Scheiß? Wie viel Dreiecke? Drei. Gut, okay. Ich bin vielleicht zwei gleich? 2 mal 2? Nee. 9 minus. Ja. Oh. Welches ist die höchste Zahl? Ah, natürlich, klar. Gut. 1/4, das sind 0,25. Das sind 10. Wie viele Dreiecke? Das sind nur 2. 144 gleich 12 mal 12 oder 14 mal 11? 12 mal 12, genau. Was ist am niedrigsten? Vogelhäuschen. Ah ja, natürlich. Ich hab's natürlich wieder mal verkackt. Ich bin viel zu langsam. Ich sollte eigentlich viel schneller Scheiße lösen. Fahren wir zur Strandkeilerei. Beziehungsweise zum Fahrradladen. Ne?
Nach Start, Strandkalei, und dafür mute ich mein Mikrofon. Yeah, you want to get a C-785. Then dismantle it and recouple with a 767 in titanium. Very expensive, but it will make your machine fly. That's what the pros do. Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group. A 976? What are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race. Hey. You came for your trophy, huh? Yep. Here she is. Beautiful. Molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it. Excellent. Great. Look at this. A bunch of guys whose career aspirations are to work in stores. Fabulous. I love it when people know their place in life. Well, your place in life is in my toilet, you trust fund turd. Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it. You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on. Nice trophy. Here, let me see. Come on, hey, give me that back! Oh, gut, dann geht es darum. Hey, Jimmy, you want some help handling those losers? Ey, ohne Scheiß, die Kamera war gerade voll fehl. Give me a hand, chaps. I'm gonna break your chain. Wait till I get my hands on you. So, geht doch. Ich habe mich jetzt auch nicht auf einen großen Kampf eingelassen, sondern hab das jetzt eigentlich. Jetzt habe ich hier zwei schöne Aufgaben. Ted's Haus und der Unkrautvernichter. Muss man natürlich immer aufpassen. So, wo finden denn die Radrennen statt? What the fuck? Aus welchem Grund zeigt es mir jetzt die Gummis an? Oder zeigt es mir nur die Gummis an, die ich schon habe? Oh, Alter, Alter. Thank you.
Jetzt habe ich die Frage, zeigst du mir die Gummis an, die ich schon gesammelt habe oder die Gummis, die ich noch nicht habe? Muss man jetzt aber prüfen. Tatsache! Oh, hang on. LOL. Gut, okay. Dann sammeln wir jetzt mal ein paar Gummibänder. Ich finde das ja mal total geil. Aber sowas von genial geil finde ich das. Halt, mal schauen. Ich kann da hinten noch hin. Ich kann da noch zwei Dinger hinschwimmen und das machen wir jetzt auch noch. Auch wenn ich dazu vielleicht in Umständen ein bisschen länger schwimmen muss, aber das ist mir egal. Wie kann ich jetzt solche Gummibänder sammeln? Ich weiß allerdings jetzt echt nicht, was ich gemacht habe, dass es mir jetzt alle Gummibänder auf der Karte anzeigt. Habe ich vielleicht irgendwas freigeschaltet oder so, dadurch, dass ich jetzt irgendwas gemacht habe, was weiß ich, diese komischen Go-Kart-Rennen oder so, keine Ahnung, ich habe keinen Plan, was ich gemacht habe. So, wie komme ich da hoch? Ja, so nicht. So, das habe ich. Dann gibt es noch eins beim Piraten. Also gegenüber vom Piraten. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt im Wasser einschlafe? Ich meine, ihr wisst ja, dass man einschlafen kann. Ne? Dass man dann einfach zusammenbricht, einschläft oder so was. So, hier geht's hoch. Übrigens, der balanciert hier freiwillig drüber, das kann ich nicht steuern. Also klar, ich kann steuern, dass er läuft, aber egal wie schnell ich nach vorne drücke, er... So, 30 Gummibänder. Ansonsten ist noch eins hinter diesem komischen Gebäude da drüben. Aber wenn ich mal auf die Uhr schaue, ist schon ziemlich spät, ne?